Tada! Wir machen heute, also Martina macht heute. Ich, natürlich ich. Martina macht. Du putzt. Ben schaut zu. Okay. Und putzt. Wir machen heute, deine Aufgabe ist, Milchschnitte machen wir heute. Low-Carb-Milchschnitte. So ist es. Dann, ja, leg mal los. Ne? Kennst du dich aus? Genau, ich kenne mich aus. Also. Bist du ja hier mit Panifaktum fast verheiratet. Von daher. Genau. Nein. Jetzt schauen wir, was wir dazu brauchen, gell? Yes, wir brauchen dazu 4 Eier. 4 Eier haben wir. Die kannst du schon mal aufkleppeln. Ich gehe mal direkt wieder auf dein Seitenprofil. Mensch. Das ist einfach. Du wirst mich ärgern, gell? Ich? Ja. Nee. Ich will nur dein Seitenprofil, wie du Eier aufkleppelst. Da steht das Ding. Ich weiß nicht, mal weg hier. Zack. Jetzt sieht man noch schöner, wie du Eier aufkleppelst. Ganz wunderhübsches. Okay, so. Das mache ich toll. Du machst das sensationell. Eier aufkleppeln ist eine deiner Leidenschaften. Du könntest professionelle Eier aufkleppelerin werden. Aber locker. Eier aufkleppelerin. So, was machen wir noch? Wir brauchen als nächstes noch Xylit. Xylit, Mandelmehl, Mandelmehl, Rohkakao, Wasser. Ja, und wo können die steigern? Super. Xylit hast du drin? Nein, das mache ich langsam, ne, oder nicht? Das geht, ja, mach ruhig. Das ist ein bisschen laut im Kopf. Ha? Ein bisschen laut, aber ist okay. Man hört uns ja nicht mehr. Macht nichts, aber man sieht uns. Das langt ja, oder? Zeig's mal von oben. Ich finde, das ist schon, schaumig. Ja, sieht schon das mega schaumig aus. Genau. Schaumschläger. Machen wir dann danach. Ich helfe dir mal ein bisschen, ne? Wasser brauchen wir dann noch. Guck mal, es staubt richtig. Nicht so doll. Schön langsam. Okay. Wenn man nicht will, dass staubt, macht man erstmal langsam. Dann Vollgas kann man machen. Ja, der Rohkakao. Ist halt purer Kakao. So ein bisschen wie Dings. Wasser haben wir auch schon drin? Ja. Kakao ist drin, Mandelmehl ist drin und Backpulver. Ja. Zack. So. Also Wasserdings. Okay, jetzt sehen wir den Teig, oder? Ja. Auf das Blech, oder? 0,5 cm, schaffen wir das? Ja, das ist schwierig. Halber Zentimeter. Einfach draufhauen. Ja, einfach draufhauen. Draufhauen und. Aufhauen und verlaufen lassen, hätte ich gesagt. Genau. Sucht sich schon seinen Weg. Ja. Riecht schon so lecker, der Kakao. Ohne nachher Dings zu haben. Cool. So einigermaßen. Und dann kann man immer noch in die Ecken justieren, wenn man möchte. Bisschen noch in die Ecke. Bisschen noch in die Ecke neu. Schließlich aber. Oh, Ofen vorheizen haben wir vergessen. Ja. Mm. Erstens den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Das mach das mal einfach. Sahne mit dem Xylit. Das ist die Sahne. Jawohl, das ist die Sahne. Sahne mit Xylit steif schlagen und nachher dann Frischkäse und Milch cremig rühren. Das ist der Frischkäse. Brauchen wir quasi auch nochmal einen. Das zeige ich dir gleich wunderbaren Trick, wie wir das dann gleich mit der Milch und dem Frischkäse machen. Okay. Den Xylit, jawohl. Xylit Sahne und Xylit schaumig schlagen. Nee, was? Steif schlagen. Ja. Ja. Dann machen wir das mal, oder? So machen wir das. Let's do it. Mach uns mal den Schaumschläger. Aber nicht so viel rumspritzen, ne? Das weißt du. Machst du nicht, gell? Ja, die Zauberei und so. Kocht. Also Frischkäse und Milch. Ja, Frischkäse und Milch habe ich schon zusammen gemacht. Ja, okay. Da kann ich dir einen wunderbaren Trick sagen. Sag mal. Wie willst du das jetzt nämlich verrühren? Mit einem Schneebesen, oder? Und was haben wir eh schon eingesaut? Schneebesen. Das heißt, wir nehmen jetzt dieses wunderbare Gerät. Okay. Jetzt ist es natürlich eine Riesensauerei und eine Schüssel zu klein. Das heißt, wir machen eins raus. Okay. Cool, hä? Guckst du wieder. Und es geht mit ein. Ja, das Gerät, ja, das Gerät läuft auch mit ein. Der Gerät läuft auch mit ein. Okay. Was gelernt, oder? Du bist ein wilder Hund. Ja, cool, das ist echt cool. Man lernt nie aus. Ja, vor allem macht man sogar Sauerei. Schau mal, wie schön das aussieht. Ja, perfekt. Und wie cremig dass das wird. Sehr schön. So, jetzt müssen wir es ja unterheben. Jetzt können wir natürlich das mit dem Schneebesen unterheben. Wir können aber allerdings auch das gleiche nochmal machen. Okay. Weißt du? Es darf halt sich nur nicht trennen, aber wir können es eigentlich reinmachen. Okay. Dann machen wir es in der leichten Stufe. Aber ja, lass mal rein. Lass mal reinmachen.
Und dann hole ich dir halt mal einen Schneebesen, weil du es bist. Okay. Dann hast du nachher schiebst du noch die Technik, ne? Wenn das nicht funktioniert. Ja, weil normalerweise könnten wir jetzt auch einfach mit dem einen Schneebesen, den wir eh schon eingesaut haben, ja, mach das doch, auch oder? Vorsichtig unterheben. Ja, mach ruhig. Darfst halt nicht zu lang rühren, weil sonst wird es halt. Ah, okay. Sonst trennt es sich halt, ne? Aber so ein bisschen kann man schon machen. Schau, nämlich ganz vorsichtig, wie wenn man von Hand unterheben würde. Ah, okay. Und man darf nur nicht zu lang, oder? Ja. Cool, ne? Schlaues Köpfchen da, so wegen mir, gell? So, Marlina. Ja. Ja, willst du mal unser Schmuckstück aus dem Ofen holen? Gerne, da brauche ich natürlich. Du brauchst natürlich den wunderbaren AMT-Topflappen, genau. Untersetzer, Anfasser, was auch immer. Wow. Schaut toll aus, oder? Yes. Perfekt. Sieht wirklich toll aus. Und? Mmh. Siehst du das? Cool, geht echt vom Blech ohne, yes, ohne Backpapier. Genau, nichts ist angebracht. Umweltfreundlich und cooler eigentlich, gell? Dass man so Papier gefummelt da. Ja, jetzt lassen wir es kurz auskühlen, danach halbieren wir es. Genau, und dann bestreichen wir es, genau, mit der Milchcreme. Und dann klappen wir es um, ne? Genau. Können aber, was wir schon mal machen können, ist halbieren, ne? Oder? Müssen wir eh machen. Ja, ja, ich glaube, das kannst du gar nicht schneiden. Nee. Wunderhübsch. So, lassen wir nochmal schön auskühlen und dann melden wir es gleich. Genau, bis gleich. Sorry, yep, zeig ich mal. Ha. Wir haben nämlich schon bereits ausgekühlt. Mhm. Mm, schön kalt. Jetzt Milchschnitte. Heißt, wir haben ja oben quasi trocken gebacken und unten sozusagen feucht. Das heißt, ich würde dich jetzt bitten, mit diesem Werkzeug sorgsamst quasi die Seite einmal umdrehen. Zack, so, dass wir die dann noch oben draufsetzen können, weil die Mitte muss die Creme. Genau. Hast du das verstanden? Ja, ja, ich verstehe es. Oh, warte, ich zeige das mal von vorne kurz. Spannung steigt. Ja, jetzt wird's. Yes. Oh. Schau mal, wie schön. Passt, oder? Ja, ein bisschen Riss hast du mal gemacht. Aber da bestreichen wir jetzt und dann kommt da oben der Deckel drauf. Ganz ohne Backpapier. Genau, bestreichen wir jetzt. Genau. Let's go. Ich nehme dir mal den lieber raus. Ja. Und lege ihn mal hier der drauf. Lässt sich wunderbar. Ja, und Deckel. Vor allem keine Rückstände auf dem Backblech von AMT. Auch für den für den kleinsten Haushaltsofen gibt es in drei Größen übrigens. Gastro, okay, cool. Haushalt oder so klein wie wir es haben, im Mini. Das sind echt. Wow, das sieht aber gut aus. Ne? Mhm. Das ist halt Sahne mit Schokolade. Ne? Das geht halt immer. Mhm. Schau mal. Durch den Frischkäse, der zieht ja eh an. Deswegen muss ich es ja auch kühl stellen. Schon gut, ne? So, schau mal. Klingt lecker. Und jetzt? Das muss man natürlich schön in die Ecken verteilen, aber da kennst du bestimmt einen guten Trick, wenn man das macht. Naja, ich würde es halt jetzt einfach justieren, ne? Und dann halt so. Ne? Mhm. Und ein bisschen kannst du auch runter, ne? Und das dran ist es ist ja Haushalts, also es ist ja Hobby. Ein Hobby. Aber es geht schon gut. Ja, dem. Cool. So. Der ist schnell weg. Die guten Sachen sind immer schnell weg. So, ich würde sagen. Mhm. Deckel drauf. Deckel drauf, das sieht schon exorbitant gut aus. Und dann durchziehen lassen. So ist es. Streichen. Super. Alles gut. Jetzt schauen wir, dass wir das da schön exakt drauflegen. Ja. Tipptopp, oder? Ja, noch ein bisschen anschmieren würde ich es. Also oh Gott, nein! Jetzt versucht. Geht wunderbar. Geht wunderbar. Mhm, wunderbar. Ein bisschen andrücken. Mhm. Das ist schon fest, guck. Jetzt einmal rechts, links mit dem Ha, haben wir hier. Ja. Okay. Wieder unten hinstreichen, können wir es nämlich auch wunderbar. Okay, so. Ab in den Kühlschrank und stehen lassen. Ja. Aber wir können uns ja schon mal, wir probieren die nachher. Ja, und jetzt sagen wir schon tschüss, bis später. Ciao, ciao.